Auf dem Grund der Ozeane verbergen sich in Tiefen von 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe Ressourcen im Wert von mehreren hunderten Milliarden Euro. Dazu zählt einmal das Peru-Bassin sowie die Clarion-Clipperton-Zone. In beiden Gebieten finden sich sogenannte Polymetallic Nodules, also Manganknollen. Genau diese Gesteinsbrocken enthalten jene Metalle, die wir für eine Dekarbonisierung, also für die Umstellung zu erneuerbaren Energien brauchen, nämlich Kupfer, Nickel, Magnesium und seltene Erden wie Neodymium. Im Prinzip müssen diese sogenannten Manganknollen nur von dem Meeresboden aufgesammelt werden und an die Oberfläche gebracht werden. In diesem Video schauen wir uns an, wie Bergbau in mehreren tausend Meter Tiefe überhaupt funktionieren soll und welche Technologien dafür eingesetzt werden. Ich stelle dann zwei Aktien des Deep Sea Minings vor, die mit Manganknollen ein Vermögen verdienen können, aber auch gleichermaßen die sensible Flora und Fauna der Tiefsee bedrohen. Im Fazit teile ich meine persönliche Meinung zum kontroversen Thema Deep Sea Mining und ob ein Spagat zwischen Umweltschutz und kommerziellem Bergbau in der Tiefe möglich ist. Ich bin übrigens der Pennystockjäger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für Deep Sea Mining haben verschiedene Firmen unterschiedliche Konzepte herausgebracht, die sich grundsätzlich aber alle ähneln. Es wird zunächst eine Art große Raupe auf den Meeresboden gesetzt, die mit einem Logistikschiff verbunden ist. Das Gerät fährt dann über den vorher erkundeten Meeresbereich, denn dieser Bereich muss den Bedingungen für das eingesetzte Gefährt genügen. Zum Beispiel dürfen Steigungen und Kuhlen auf dem Meeresgrund nicht zu ausgeprägt sein. Es werden zunächst 15 cm des Meeresbodens aufgewühlt, ähnlich einem Flug in der Landwirtschaft. Durch Wasserpumpen werden die Manganknollen aufgesaugt und anschließend in einem Filtersystem von Schlamm und Sedimenten getrennt. Durch das geringere Gewicht der Sedimente fallen diese nicht nach unten in das Sammelbecken. Die Manganknollen hingegen, hier als gelbe Pfeile symbolisiert, fallen in das Sammelbecken und werden anschließend an die Oberfläche gepumpt. Um ausreichend Druck zu erzeugen, um die Gesteinsbrocken an die Oberfläche zu befördern, muss circa jeden Kilometer eine Pumpe installiert werden. So sollen unglaubliche 400 Tonnen Gestein pro Stunde gewonnen werden. Hier sieht man zum Beispiel ein Trio, welches von Nautilus Minerals entwickelt und auch bereits getestet wurde. Zwei Maschinen pflügen den Untergrund auf, während die dritte Maschine die Manganknollen zu einem Sammelbehälter befördert, bevor diese an die Oberfläche gepumpt werden. Solche großen Maschinen greifen natürlich stark in ein Ökosystem ein. Darum schauen wir jetzt im nächsten Kapitel die Umwelteinflüsse und Risiken des Deep Sea Minings an. Durch Deep Sea Mining entstehen Gefahren, die die gesamte am Meeresboden lebende Flora und Fauna bedrohen. Diese Bedrohung gilt nicht nur für das Abbaugebiet, sondern auch über dieses hinaus. Der Lebensraum der Tiere und Pflanzen, die direkt in der Abbauzone angesiedelt sind, wird vollständig zerstört. Die durch das Aufwühlen des Meeresgrundes entstehenden Sedimentwolken können je nach Strömung über hunderte Kilometer verteilt werden und entferntes Leben beeinträchtigen. Das Abbaugebiet wird voraussichtlich mehrere Jahrzehnte brauchen, um sich vollständig zu renaturieren. Zudem wird befürchtet, dass sich während der Prozesse nicht nur Sedimente lösen, sondern auch im Boden gespeichertes Kohlenstoffdioxid. Dieses würde dann zur Oberfläche aufsteigen und den Klimawandel zusätzlich beschleunigen. Wer schon die Dokumentation Seaspiracy geguckt hat, kennt diese Form der CO2-Freisetzung durch Bodenaufwühlung, dort allerdings durch Schleppnetze. Das Wasser, in dem die Manganknollen an die Oberfläche gepumpt werden, enthält immer noch Sedimente. Da jeden Kilometer eine Pumpe installiert werden muss, um die notwendige Leistung zu erreichen, wird es also Pumpwasser und damit eben auch Sedimentaustritte in jeder Ebene der Tiefsee geben. Jede Ebene der Tiefsee allerdings beherbergt verschiedene Lebewesen, die alle mehr oder weniger von diesen Sedimenten beeinträchtigt werden können. Zudem könnte das Geräusch der Pumpen die Meeresbewohner stören, wie zum Beispiel die Kommunikation von Walen. Falls sich dein moralischer Kompass nach diesem Kapitel nun noch nicht davon überzeugt hat, von einem Investment in Deep Sea Mining abzusehen, stelle ich nun die Investitionsmöglichkeiten vor. Es gibt tatsächlich auch nur eine Handvoll Playern, die im Deep Sea Mining aktiv sind und nach meinen Recherchen auch nur zwei Aktiengesellschaften. Die handelbaren Unternehmen sind The Metals Company, ehemaligs Deep Green und Seabed Resources, eine Tochtergesellschaft von Lockheed Martin. Hier zu sehen als dunkelgrün und blau eingezeichnete Zone. DEME und Ocean Minerals Singapore sind private Unternehmen. Starten wir mit der Metals Company, die eine Marktkapitalisierung von 270 Millionen Dollar hat. Um ihren Börsengang zu beschleunigen, hat Deep Green mittels einer SPAC, also einer Special Purpose Acquisition Corporation, funktioniert. Diese Mantelgesellschaft ist Sustainable Opportunities Acquisition Corporation. Unter diesem Namen kann man also Deep Green an der Börse von New York kaufen. Seit April 2021 bewegt sich die Aktie relativ horizontal.
Der initiale Emissionspreis der Aktie war 10 US-Dollar und ist nach einem Anstieg wieder zurück auf diesen Preis gefallen, beziehungsweise liegt mit 9,91 Dollar kurz darunter. The Metals Company stellt sich als Retter für die Umwelt am Festland dar. In diesem Video prangert The Metals Company die Ausbeutung und Umweltverschmutzung durch Bergbau am Festland an. Es wird darauf verwiesen, dass die Rohstoffgewinnung unter Wasser weniger Energie benötigt, da die Manganknollen bereits mit hohen Grades auf dem Meeresboden liegen. Herkömmliche Minen am Festland benötigen zum Beispiel mehr Wasser und Energie, da die Grades durchschnittlich geringer sind. Natürlich sind die Abbaugeräte nicht als große, kräftige Geräte dargestellt, sondern vielmehr als ganz sanfte, rollende Saugroboter, wo kaum Sedimente aufgewirbelt werden. Der CEO Gerard Baron ist übrigens sehr öffentlichkeitswirksam. Hier sieht man ihn zum Beispiel bei Cambridge House International, wo er eine Rede über Nachhaltigkeit im Bergbau hält. Schaut man sich die weitere Führungsriege von Deep Green an, sieht man, dass nicht nur der CEO Baron, sondern auch der Head of Product Development O'Sullivan zuvor bei Nautilus Minerals gearbeitet hat. Nautilus, du erinnerst dich, das war die Firma, die dieses hübsche Trio entwickelt hat. Viel interessanter ist, dass Nautilus mittlerweile insolvent ist. Bei Wikipedia lässt sich dazu folgender Auszug finden. In 2015, the company claimed to fall victim to a cyber scam where payment of $10 million was made to the wrong account. No investigation report was ever made public to shareholders and the company stated it could not give any assurance that internal fraud was prevented. PwC did not record this fraudulent cyber scam in their annual 2015 audit. Betrüger haben also angeblich Zahlungen im Wert von $10 Millionen an falsche Adressen gesendet. Es wurde nie ein Untersuchungsbericht veröffentlicht, wo genau dieses Geld geblieben ist. Auch PwC hat keine Unstimmigkeiten im Jahresabschlussbericht von Nautilus aufgeführt. Aber was soll das schon heißen? Auch die Wirtschaftsprüfer bei EY haben damals bei Wirecard kaum Unstimmigkeiten gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß natürlich nicht, was genau bei Nautilus passiert ist und ob Baron und O'Sullivan mit dem Verschwinden des Geldes zu tun hatten. Allerdings bekräftigt das natürlich nicht mein Vertrauen in die Führungsriege und damit eben auch nicht in Deep Green. Sollte Deep Green allerdings irgendwann nicht nur Exploration-Lizenzen, sondern auch Abbaugenehmigungen erhalten, sehe ich ein riesiges Aufwärtspotenzial für die Aktie. Das zweite Unternehmen ist UK Seabed Resources als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lockheed Martin. Wer sein Karma-Konto noch schneller füllen möchte, kann hier investieren, denn neben Tiefseemining investiert man hier primär in die Rüstungsindustrie. An dieser Stelle kann ich dich allerdings beruhigen, denn alle Produkte von Lockheed Martin werden entsprechend ihres Code of Conduct nachhaltig produziert. Panzer und Kampfhubschrauber werden ganz ohne Mobbing am Arbeitsplatz und in einem diversen Umfeld produziert. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Seabed Resources führt ebenfalls Exploration-Aktivitäten in der Clipperton Zone durch. Dadurch, dass Seabed Resources nur ein Bruchteil des Kapitals von Lockheed Martin abbildet, kann man hier allerdings nicht wirklich investieren. Darum bleibt als einziger Pure Play in meinen Augen Deep Green. Deep Sea Mining ist ein sehr kontroverses Thema, darum gebe ich jetzt lediglich meine eigene Meinung wieder, ohne mich auf Quellen zu beziehen. Steht meines Erachtens außer Frage, dass wir als Menschheit viele Metalle brauchen, um die Energiewende zu bewältigen. Ein Mangel an Ressourcen wird die Preise steigen lassen und damit auch die Umstellung zu CO2-freien Technologien verlangsamen. Bergbau hat schon immer einen Eingriff in die Natur und Landschaft bedeutet. Es werden eben für die Verarbeitungsprozesse große Mengen Wasser verbraucht und Chemikalien eingesetzt, um die Metalle aus den Erden zu lösen. Das ist eben die nicht so populäre Wahrheit, die aber auch zur Energiewende dazugehört. Die Tiefsee ist wahnsinnig groß und die am wenigsten erforschte Umgebung unserer Erde. Darum denke ich, dass Deep Sea Mining nicht kategorisch ausgeschlossen werden sollte. Eventuell ist es möglich, unter Entwicklung anspruchsvoller Umweltstandards diesen Schatz aus der Tiefsee zu heben und damit im Vergleich zu Minenoperationen am Festland einen geringeren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Meiner Meinung nach können Investitionen aus dem privaten Sektor sowieso nicht beeinflussen, ob ein Unternehmen gewisse Technologien durchsetzen kann oder nicht. Der wirkliche Marktpreis wird immer von großen Investoren bestimmt. Hier ein kurzes Beispiel. Zurzeit sind Nachhaltigkeitsfonds stark im Trend, zum Beispiel Climate Change ETFs. Beteiligen sich jetzt hier viele Privatanleger, die etwas gegen den Klimawandel tun möchten, profitiert zum Beispiel der Solarstellenhersteller Jinko Solar oder der Windkraftanlagenbauer Nordex als Teil des ETFs. Sollte der Preis von Jinko Solar nun steigen und überbewertet sein, werden Großinvestoren ihre Positionen abstoßen und die Marktkapitalisierung wird sich wieder der Bewertung des Unternehmens angleichen. Es hat sich dann lediglich die Zusammensetzung der Anteilseigner geändert. Ich persönlich bin tatsächlich davon überzeugt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien primär von dem Mangel an Metallen bedroht wird. Projekte werden schlichtweg scheitern, wenn die Ressourcenpreise einfach zu hoch sind. Dass das jetzt auch schon der Fall ist, zeigt der Preisanstieg von Kupfer von über 100%
den letzten 12 Monaten. Auch wenn es erstmal polarisierend klingt, ist vielleicht ein Investment in Deep Sea Mining in einigen Jahren nachhaltiger, als es aktuell zu scheinen vermag. Gerade weil es ein sehr kontroverses Thema ist, würde ich mich über einen Kommentar zu Deep Sea Mining von dir freuen und wie deine Haltung dazu ist. Falls du an weiteren spannenden Videos interessiert bist, lade ich dich ein, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.